Gott, diese Soundkulisse, ne? Die macht dich richtig wahnsinnig. Alter, wo bitte geht das hier überall lang? Oh, nee. Da muss ich schon wieder rein. Oh, Alter. Boah, das ist so verwinkelt hier gerade, ne? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Da muss ich auf den Knopf drücken, aber das möchte ich jetzt erstmal noch nicht. Es ist doch alles sehr verwinkelt. Wo? Da ist Blut. Da kommen wir nicht weiter, aber da haben wir was, da haben wir eine Batterie. Die heben wir uns mal auf. Wir gehen erstmal hinter. Da, wo es so dunkel war. Da wollen wir mal durch und nachschauen, wo es da lang geht. Ich denke mal, wir müssen hier durch diesen, durch diese Schleuse schon wieder. Aber wir schauen erstmal, was hier ist. Es ist abgeschlossen, das war natürlich klar. Oh Mann, dieser Stuhl, ne? Hier scheint nichts zu sein, gut. Können wir mal ein bisschen mit die Batterien auf den Putz hauen, ne? Hier können wir mal ein bisschen verschwenderisch sein. Also der hatte einen schiefen Blick. Ne? Der ist ein bisschen schief im Gesicht, würde ich mal behaupten. So, der ist tot. Hier können wir nichts mehr machen für den. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter. So. Boah. Boah. Bah, Igitt, Alter, Igitt. Oh, stell dir das vor, wie die den da gefoltert haben. Stell dir das vor. Nee, brauchst du dir nicht vorstellen. Es ist einfach widerlich. Es ist einfach abartig. Wir haben jetzt die Akte. Die lesen wir uns gleich durch. Ich gehe jetzt nochmal hinter die Batterie holen. So. Haben wir die Batterie. Kommen wir hier rein? Ja, wir kommen auch hier rein. Das ist sehr gut. Okay, da hinten haben wir jetzt alles durch. Wir haben das Ding gefunden. Wir machen hier mal zu. Wobei, da ist ja dumm zuzumachen eigentlich. Ich würde sagen, wir machen da zu, weil da müssen wir nämlich nicht mehr lang. Wir müssen einfach nur mehr nach vorne und schauen nochmal ganz kurz. Vorne ist eine Tür. Moment. Ich schließe die Tür. Diese Tür schließe ich auch. So. Diese Düse mache ich auch zu. Und die. So. Und die ist auch zu. Und wir müssen hier rein. Ich hoffe, wir kommen da rein. Weil sonst wird es eng. Sonst wird es richtig eng. Aber bevor wir jetzt den Knopf drücken, Freunde, lesen wir uns nochmal kurz das Dokument nach, durch. Totenschein von Dr. Wernicke. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernicke, Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychiatric Systems. Keine lebenden Anverwandten. Staat Colorado. B.
Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Aktennummer 8732, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt, Mount Massive, Preserve, voller Name Rudolf Gustav Wernicke. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, in welcher der Tod eintrat, 0 Jahre, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländischer Herkunft, 55 Jahre, Geschlecht männlich, Farbe Rasse weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden, bitte angeben, er war ledig. Ja. Geburtsdatum 20. Oktober 1918, Geburtsort Deutschland, Datum des Todes 28. Februar 2009. Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis zum 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe, bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat. Haupttodesursache und damit verbundene ausschlaggebende Ursachen waren folgende: Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Okay. Der gute Doktor ist also an Herzversagen gestorben, weil er schon ziemlich alt war. Er war 55 Jahre alt. Das ist er jetzt nicht alt. Ist man mit 55 schon so alt, dass man an Altersschwäche einen Herzinfarkt kriegt? Also da müsste ich mir jetzt langsam Sorgen machen. Gut, Freunde. Wir drücken auf den Knopf, Freunde. Es geht los. Ich will aber nicht. Weil wir haben ja den Dicken da unten gesehen und... Haben wir hier irgendwas zum Verstecken? Nee, super. Ganz großes Kino. Also hier drinnen nicht, aber drüben in dem anderen Raum. Jetzt habe ich die Türen zugemacht. Wenn wir jetzt hier durch müssen... Ich mache die mal off. Nennen sie mal schneller. Nee, wir können hier gar nicht lang. Das war die falsche. Ist egal. Oh, scheiße, Mann. Alter, irgendwas passiert doch jetzt. Hier ist schon lange nichts mehr gewesen. Von daher... Ich hab's gewusst! Was? Wieso ist hier überall abgeschlossen? Was? Hey, Hilfe, 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 Hilfe! Ich bin tot, 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 ich bin tot. Ach, scheiße, hier oben! Los, los, hoch, Mann! Was? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen, Alter. Ich hab so Angst vor dem Dicken. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Renn, renn, renn. Da oben geht einfach die Luke auf. Ich glaub's hoch, Alter. Los, hoch. Hoch, 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 hoch. Oh, fuck, 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 fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Ist er noch drinne? Ich muss hier nicht runterspringen. Ich bin falsch gelaufen, falsch gelaufen, falsch gelaufen, falsch gelaufen, falsch gelaufen, falsch gelaufen. Er ist so schnell, er ist so verdammt schnell, er ist so verdammt. Nein. Nein. Oh, scheiße, Mann. Scheiße, Mann, komm! Super, Alter, richtig geil. Nee. Richtig großes Kino. Einwandfrei, einwandfrei, Alter. Wir sitzen hier unten im Dunkeln. Wir haben, gut, wir haben volle Batterien, aber ich glaube nicht, dass die lange bei uns halten werden. Ich weiß überhaupt nie, finde einen anderen Weg in die Duschen. Waren wir nicht gerade in den Duschen? Sind wir da gar nicht gerade durchgegangen?
Oh Mann, wir haben eine neue Notiz, Freunde. Eine Totiz. Eine totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gern die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was? Ich höre ständig sein Gegrummel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung? Was ist, wenn er nicht das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Ja, genau. Daran habe ich gar nicht gedacht. Der liebe Chris Walker. Chris Walker ist nämlich nicht das Problem hier drinne, sondern Chris Walker sorgt lediglich für die Sicherheit. Für die Sicherheit sorgt er hier drin. Er sorgt für die Scheißsicherheit. Was? Es ist stockfinster und der Typ ist hier mit uns unten in diesem verkackten